Blitz. Was? Rebellion. Okay. Mal so versuchen. Sieh an. Hoppla. Hi. Genau. Rebellion. Das müsste es gewesen sein. Genau. Dann können wir wieder raus. Danke. Thea. Sondern sollen die irgendwas bedeuten? Ich denke nicht, aber. Ab in Richtung Cambridge. Ah, es ist so schön, einfach übers Land zu driften mit dem Besen. Nee, ich mag jetzt keine Prüfung. Ah, die geht im Vorbeigehen, oder? Was hast du diesmal für mich auf Lager? Jede Menge Zerstörung, würde ich sagen. Hier. Und. Rebellion. Na, wo ist der letzte? Ach, hier. Bombarda. Damit wäre das erledigt. Das war's gewesen. Drauf auf den Besen, kurze Animation und weiter geht's. Dann wollte ich nicht eine Pause einlegen. Ja, wenn wir es endlich nach Cambridge schaffen würden. Schwere Geburt heute. Und ab mit uns. Oh. Ja. Guten Tag, meine Lieben. Ich werde hier jetzt speichern. Nein, nicht Spiel laden. Den können wir überschreiben. Das war ein Korrupter. Dankeschön. Und wir sehen uns nach einem kurzen Päuschen. Bis gleich. Hello there und herzlich willkommen zurück hier in unserem nächsten Örtchen. Wir... Hallo Homura. Wir werden uns gleich mal durchsuchen. Hier und hier. Perfektestens. Es wird Licht. Danke. Was haben wir hier? Eine Kiste. Und oben wird wahrscheinlich auch noch eine sein, oder? Ja. Ah, nur was zu trinken. Okay. Perfekt. Hätten wir das mal. Sehr schön. Der Raum der Wünsche lässt wirklich... lässt sich, glaube ich, nicht mehr umgehen. Dann müsste hier... Hier. Ingwerwurzel. Der Barkeeper in Cambridge hat immer einen Vorrat an Ingwerwurzeln, um die Übelkeit seiner Gäste zu bekämpfen, damit sie länger trinken können. Hinterhältiger Halunke! Hier haben wir mal eine Kiste. Dann... hoppla. Hatten wir... ja. Hier eine Tasche. Okidok. Wie ich wohl in so einem Rebellion. Brücke. Hinten. Einmal hier.
einmal hier. Und hier waren doch drei Sachen. Ja. Genau. Einmal hier. Danke. Oh, hallo. Jetzt aber aufgepasst. Eine Spende für die Musik. Dann. Ja. Ich glaube, hier haben sie Revelio. Der Baum und der. Ah, da oben. Der Baum und der Hausbesitzer geeinigt, so wie es aussieht. Gut, dann. Ab über den Zaun und über die Mauer. Hallo, Homura. Ein Schloss. Auf Stufe 1, das müsste zu knacken sein. Jop. Danke sehr. Da ist der Demigeist. Nein, ich verfolge zurzeit kein Ziel, das weiß ich. Ich wollte auch diesen hier machen. Du gehörst mir, Demigeist. So gut wie. Aber jetzt. Gut. Und dann gucken wir noch hoch. Revelio. Nein. Hier soweit nichts mehr. Ah, da hinten ist noch irgendwo oben eine Truhe. Die war. Das sind Kürbisse-Mädchen. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob die noch zum Dorf gehört, aber ist ja egal. Dankeschön. Und eine nette Statue. Passt, dann ist da unten noch eine Kiste. Ja, spring, wie du willst. Ich nehme mal an, hier drinnen. Ja. Oben ist nichts, wie es aussieht. Doch, muss was sein. Hi, Katze. Hier wird mir noch eine Kiste angezeigt. Guten Tag. Ich nehme nur kurz, danke. Ja, den brauchen sie eh nicht mehr. Dann haben wir... Ich würde raten... Ja, ich habe schon blinken gesehen. Bienenstöcke. Die Welt der Zauberei braucht genauso viel Honig für ihren Tee wie die Muggelwelt. Klingt irgendwo logisch. In der Hütte, in der Hütte. Danke. Braun Gold. Nice. Revelio. Oh, da vorne. Okay, und wenn wir schon hier sind, würde ich noch schnell zum Geschäft. Erstens mal würde ich gern mein Inventar mal angucken. Und zwar bezüglich 9. Wir brauchen 13, oder? Aufträge, Aufträge, Aufträge. Wir brauchen 13, ja. Es fehlen uns noch 4, okay. Das würde ich nämlich gerne jetzt mal machen. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Ah, da hatten wir doch... Ja. Was verkaufen Sie hier? Wir doch den Lieferauftrag von Mr. Pippin, oder? Wonach suchen wir heute? Ich suche eigentlich nach gar nichts. Ich würde nur gern ein paar Sachen loswerden. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, sehen Sie. Klassisches Win-Win, oder? Eieieiei. Schon 12 Sachen, die noch identifiziert werden müssen. Wie sieht es jetzt hier aus? Haben wir hier jetzt soweit alles gefunden? Du, ja, das weiß ich. 4, 3, 1. Sehr schön. Berüchtigter Gegner. Okay. Aber zuerst mal, hier habe ich alte Magie entdeckt. Das müsste das Schloss da drüben sein, oder? Wer hier wohl gelebt hat?
Und ein Teleskop ist ja auch noch irgendwo drinnen, drinnen, drinnen. Okay. Das sieht mir nach dem Eingang aus. Danke. Ja, das war Nummer 1. Das ging easy. Na? Nimm die Tasche doch mit. Ein okay. Ich glaube nämlich, dass ich hier. Was kommst? Ja, genau. Und dann hier hoch. Und okay. Weiter. Crash und Bang. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Ah, okay, das ist mal das Teleskopchen. Andersrum, so rum könnte ein Schuh draus werden. Ja, genau. Hallo, du lieber Steinbock. Bock, bock. Da drüben. Okay, das müsste gehen, wenn wir den hier hin und dann, ja genau, dann das Ganze mit Levioso hoch, alle hopp und alle, nein. Na, danke. Jetzt geht's. Perfekt. Oh, schau mal an. Eine Kiste. Und ein bisschen alte Magie. Und da hinten ist der letzte Funken alter Magie. Dann würde ich aber auf der Karte, warte mal, den tun wir gleich weg. Dafür nehmen wir den hier in Angriff. Denn das müsste das letzte Stückchen alte Magie sein. Schade, dass das niemand gesehen hat. Perfekt. Hätten wir das auch. Kann ich von hier wahrscheinlich nicht, oder? Doch, kann ich. Wir müssen irgendwo nach. Nee, nach Südwesten, oder? Ja. Irgendwo da vorne müsste es gewesen sein. Wenn ich den Marker richtig deute. Also das ist ein kleiner Hubbel, den seht ihr sogar über meinem Bild. Ja, genau. Wow. Dann. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wieso? Die Kiste mit chinesischem Kaugummi muss irgendwo hier im Lager sein. Ja, passt. Langsam ein Riddler Henker, nachdem er seinen Explosionsangriff entfesselt hat. Ja. Das war ein. Du bist die Rotznase, die Treadwell gerettet. Wilderer Henker, du machst mal einfach so einen Abgang. Lass das mal bleiben. Lass das. Au. Lieber wieder runter. Bombarda. Ruhe. Tschüssi. Das war eindeutig. Ah, was haben wir denn hier? Binden 3, okay. Danke. Danke. Eine Kiste habe ich. Ah. Noch die zweite. Was tust du da? Ist das nicht unbequem, du kleiner Schelm? Mach dich vom Acker. Du hast in dem Käfig nichts verloren. Oh. Okay. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Glück ist Geschick. Oh. Repar.
Einmal. Dann hat da drüben noch irgendwo was geleuchtet Revelio. Früher, oder? Ja. Reparo. Und da hinten. Zu nah dran. Na komm schon. Danke. Noch vier Stück. Sehr schön, es wird immer besser. Vier Stück hier, vier Stück da, für die ganze Freundesschar. Ich sollte weniger davon trinken, eindeutig. Aber, habe ich richtig gesehen, ja? Warte mal, hier ist noch eine Handbuchseite. Lumos. Danke. Ich stehe quasi drauf. Revelio. Doxy-Ei. Diese von Wilderern zum Gebrauch in Zaubertränken gestohlenen schwarzen Eier stammen von einer Doxy. Das ist ein magisches Tierwesen, das manchmal mit einer Fee verwechselt wird. Okay. Da vorne war noch ein Wildererlager. Das Wildere ich gleich auseinandernehmen. Komm, wenn das mal nicht Lola wird. Super. Was? Sag das nochmal. Daneben. So macht man das. Ich lass das. Ich nehme mittlerweile diese Wildererlager teilweise ganz schön zackig auseinander. Revelio. Was sind Merlins Namen? Ach. Lass das. Tschüss. Für wen hältst du dich? Für denjenigen, der dich ausmerzt. Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Alohomora. Der nächste kleine Scheiße, der hier eingekerkert ist. Und raus mit dir. Ja, raus mit dir. Sehr schön. Hier ist noch... Hat nicht nach mir gerufen, sorry. Binden 2, okay. Ansonsten war hier aber nichts mehr. Zweite Kiste gesehen wurde. Das war... Oh Gott, wirklich da hinten. Können wir... Ja, danke. Nutzen wir ausnahmsweise mal Ignatia, aber sorry, das ist einfach... Mit der Kirche ums Kreuz sozusagen. Ja, du bist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Sie sagen es, Madame. Sie sagen jetzt es. Jetzt verstehe ich, warum Feldcroft. Renrocks Anhänger verstecken sich nahe Feldcroft. Sie müssen die andere Kiste mit chinesischem Geld haben. Geh weg. Weißt du was? Das machst du nie mehr. Bis was? Lass solche Aussagen, wenn du es nicht ernst meinst. Wer wird hier was büßen? Bang. Ist schon ganz scharf. Dann trinken wir halt einfach nur, damit wir es mitnehmen können. Die nehme ich mal mit. Das müsste das der Kaukohl sein. Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcroft aufsuchen. Was nehmen wir mit? Nee. Das lässt du mal schön bleiben. Protego. Du hältst dich für so klug. Soll ich dir was sagen? Ja, tue ich.
kleine Geige. Dann hüppeln wir mal darauf. Kommen wir hier. Ja, kommen wir. Leute, ihr wisst schon, dass Hexen und Zauberer fliegen können, oder? Hallo. Haben Sie die spezielle Lieferung von meinem lieben Freund Eddie? Ja, habe ich. Hallo, Mr. Ndiaye. Eddie Thistlewood schickt mich. Ja, er sagte, ich solle Sie erwarten. Haben Sie den chinesischen Kaukohl? Natürlich. Ja, hier sind Sie. Fabelhaft. Das wird viel dazu beitragen, das Dorf vor Ranrocks Anhängern zu schützen. Dieselben Übeltäter, die Sie, wie ich annehme, zusammen mit Rookwoods Leuten abgefangen haben. Feldcroft steht tief in Ihrer und Eddies Schuld. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen. Ja. Keine Ursache, das habe ich gern getan. Darf ich noch kurz mal gucken, wenn wir schon hier in Feldcroft sind? Leider haben wir ihn schon gefunden. Was haben wir hier? Ort alter Magie, okay. Wir brauchen noch 4 Demigaises. Den haben wir auch schon. Wilderer Lager, Phönixberghöhle, nö. Den haben wir schon. Ne. Den haben wir. Den haben wir letztes Mal gemacht. Den haben wir. Den haben wir leider. Und den haben wir leider auch. So, ein Käse. Spinnenhöhle, Hollow.